Einen wunderschönen guten Morgen. Servus, ich grüße dich. Der Helmut ist hier. Bereits aus dem Hotel ausgecheckt. Und nun bin ich auf dem Weg nach Chiang Mai. Und ich hoffe, dass alles gut geht und gut klappt. Jetzt dann hier in Bangkok. Ich melde mich eben aus Bangkok. Sehe ich hier, es könnte Regen geben. Also man hat immer hier so, oder es passiert ja immer etwas, mit dem man so nicht rechnet, dass man sich denkt, ui, ich könnte ja nass werden. Vor allem, wenn es zeitlich ein bisschen schwieriger wird. Es sieht wirklich, der Himmel sieht, ich weiß nicht, ob man es so in der Kamera sieht, dass der Himmel ziemlich grau ist. Ist natürlich ein Riesenvorteil. Es von einer Seite, es ist nicht so extrem heiß, wie es jetzt gestern war zum Beispiel auch. Also ich bin auf dem Weg nach Chiang Mai. Ich mache noch einen kurzen Zwischenstopp beim Kollegen, bei dem ich ein paar Sachen da lasse, damit ich eben mit so wenig Gepäck wie möglich nach Chiang Mai reise. Und dann geht es ab zum Flughafen. Mit dem Taxi ist ein bisschen schwierig. Da, wo ich jetzt an das Hotel genommen habe, das ist auch oftmals so ein Ding, wenn man sich aber halt nicht auskennt. Das Hotel günstig, aber zum Beispiel dafür bezahle ich wieder viel mehr, um zum Flughafen zu kommen. Weil ich muss mal hier ein Taxi nehmen. Hier gibt es keine gute öffentliche Verbindung zum Flughafen nach, nicht zu Wanapum, nach Don Muang. Keine gute Verbindung nach Don Muang. Ja, also ich nehme mal nachher ein Taxi und wir sehen uns dann, wir sehen uns nächstes Mal, wenn ich im Taxi bin. Ja, im Vergleich zu gestern sitze ich aber jetzt an hier in einem richtig modernen Bus. Der hier ganz normal, also nicht, dass er Tröthupe hat, wenn jemand aussteigen will, sondern einen richtigen Knopf zum Drücken hat. Und bei dem auch die Türen ganz normal aufstehen. Also auch so die Fahrerkabine oder wie man das auch immer nennen mag, sieht hier also modern aus, wie bei uns auch. Also leider ist halt so ein Plastikboden hier. Hier ist halt kein so ein schöner Holzboden, aber dafür sind die Sitze hier um einiges bequemer. Was ich vergessen habe zu sagen ist aber, dass obwohl der Bus eben so modern ist, kostet er nur 14 Baht im Vergleich zu 10 Baht. Ist eigentlich vom Luxus her unwesentlich teurer. Jetzt bin ich hier im oberen Stock vom Don Muang Flughafen. Und ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so das Feeling kriegt. Du hast echt, ich meine, Geisterflughafen stimmt jetzt ja nicht, aber es ist fast ein bisschen geisterhaft. Es ist so ruhig irgendwie, es sind schon Leute da, aber wenn du da jetzt dann so runter guckst, oder? Es ist einfach super wenig los und super ruhig. Ich glaube, alles, was hier so zum Essen gibt, das ist hier geschlossen. Leider. Ich hatte noch kein Frühstück heute und habe mir gedacht, hier gibt es auch was. Martin sagt mir noch hier, die sind da billig im Food Court hier, aber ich glaube, hier gibt es eben, wie gesagt, keinen Food Court. Ich glaube, nichts hat, was hier nichts offen hat. Ich gehe ein bisschen ins Dunkle rein. Ich habe gesagt, im Taxi werde ich das zweite, werden wir uns wiedersehen, aber leider im Taxi, da war nichts. So, ja, also hier siehst du auch, wenn ich hier runter filme, absolut wenig los, ne? Also hier ist alles zu, genau. Absolut wenig los hier, oder? Es ist unglaublich, wie ruhig das ist. Also da sind ja nicht so viele Flüge jetzt wahrscheinlich. So gesehen muss ich ja sagen, bin ich ja froh, dass ich da trotzdem fliegen kann für einen reasonablen, für einen angebrachten Preis auch. Und ja, ich schaue mal jetzt an, wo ich da weiter hin muss. Also zum Essen gibt es hier eh nichts. Da kann ich gleich dahin gehen, wo wir einchecken, und dann sehen wir uns da drüben noch einmal kurz und mit einem Update, wie es jetzt weitergeht. Jetzt sitze ich hier und warte auf meinen Flieger. Also ich warte nicht auf den Flieger. Ich würde sagen, das da unten, das ist auch mein Flieger schon.
Eigentlich kann es gar nicht viel anders gehen, es sei denn, wir gehen irgendwo aufs Rollfeld raus, glaube ich aber nicht, weil ja eben nicht gerade sehr viele Flugzeuge hier unterwegs sind. Und es ist komisch für mich auch mit dir zu sprechen, jetzt nicht wegen dir, sondern, warte mal, ich versuche das mal so ein bisschen umzudrehen, sondern weil der Flughafen hier so komisch ist. Es ist alles so irgendwie so gedämpft, so als ob du, keine Ahnung, wie ich das sagen sollte. Als ob du links und rechts ein Kopfpolster drauf hättest. Es ist so ruhig, es ist so, niemand redet irgendwie etwas. Es ist so, auch es sind fast keine Ansagen oder ich weiß es nicht. Gibt sonst immer Musik. Irgendwie ist es so komisch geisterhaft hier einfach. So. Aber nichtsdestotrotz, ich habe gesagt, ich mache jetzt so ein kurzes Update. Was passiert jetzt dann? Also ich gehe jetzt an, bin eh neugierig, wie es im Flugzeug da drinnen aussieht, wie das mit diesen ganzen Bestimmungen sind. Jetzt wird euch wieder unterbrochen. Okay, jetzt gibt es eine Ansage einmal. Das war jetzt dann die Ansage, jetzt dann höre ich mich wieder. Ich habe gedacht, ich schalte es ab, wahrscheinlich schneide ich das nachher in der Bearbeitung raus. Und zwar, ja, jetzt dann, mein Flug geht eh, jetzt dann ist aufgerufen. Leute, es stellen sich ja immer alle Leute an, wobei ich mir immer denke, warum springt man gleich auf? Also, wenn man eh sieht, die Schlange wird immer länger. Das Flugzeug fliegt ja nicht früher, ist irgendwie komisch. Na okay. Ja, jetzt dann geht es ab nach Chiang Mai. Also wie gesagt, bin gespannt, wie es im Flugzeug ist, ob da jetzt auch mit den Social Distancing eine Sitzreihe pro Passagier ist. Ich weiß es nicht, bin wirklich gespannt. Ich werde das mitfilmen, wenn ich da mit reingehe. Und dann neugierig, was in Chiang Mai so abgeht. Ob vor allem bin ich wirklich neugierig, ob mein Motorrad noch da ist und ob es wieder anspringt. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich wieder ein Platten hat, als die Luft draußen ist. Dann muss ich schauen, dass ich die Luft zuerst irgendwie aufpumpen kann. Werde aber wahrscheinlich schauen, dass ich dann irgendwie ins Hotel zuerst komme, mit dem Bus dahin fahre. Und dann, es ist nicht so weit weg vom Flughafen, das Hotel. Schätze ich mal, zu Fuß dann rübergehe und mir das aufpumpe und gut ist. Mal schauen, also falls es nicht regnet. Es hat ja jetzt dann hier die Regensaison angefangen in Bangkok hier, wo ich noch gesagt habe, es sieht nach Regen aus, wo man mit dem Bus gefahren bin, wo ich da runtergefahren bin. Der mit dem Bus auf einmal, da waren irrsinnig große Lacken, sagt man in Österreich. Ich glaube, der Deutsche sagt Lache. Wasserpfützen kann man sagen, Wasserpfützen. Und da hat es richtig geregnet gehabt. Bei mir in meiner Gegend nicht. Also muss man aufpassen, wie das jetzt auch hier ist in Chiang Mai. Da kann es auch immer sein, dass es regnet oder nicht. Und ja, ich habe jetzt einmal für 3 Tage Zimmer gebucht, bin neugierig, wie lange ich bleiben werde. Kann ja auch sein, dass ich länger bleibe. Habe soweit jetzt keinen festen Plan und deswegen ja mal schauen, wie es wird in Chiang Mai, vor allem weil der ganze Curfew und die Sachen, es ist halt so, dass du halt, es ist wurscht, habe ich so das Gefühl, wo du bist, weil du einfach nichts machen kannst. Es ist einfach irgendwie. Ja, wie gelähmt, wie so wie hier, wenn so echt, ich habe so das Gefühl, du hättest ein Polster links und rechts auf den Ohren, es kommt da alles so irgendwie komisch vor. Also, ich gehe mich nachher auch mal anstellen und dann sehen wir uns auf dem Weg rein in den Flieger, wie es da drin aussieht. Bin ich echt gespannt, ich habe keine Ahnung, weil wurde immer so diskutiert, Flieger und hin und her und Spezial. Abstand und so weiter wie das da und alle Masken auf und du darfst nichts trinken drin und so weiter. Das wird da nichts serviert und bin neugierig, wie es ist. Also bis gleich. การเดินทางเก็บข้อมูลไม่ได้เฉยครับโอเคครับโอเค den habe ich jetzt nicht verstanden, glaube ich, was das sein sollte. Für Kommune hast du irgendwie, glaube ich, Gemeinde. Aber okay.
สวัสดีครับสวัสดีครับฮะแต่ฉันก็ไป35อันดังนั้นฉันก็ไป58ก็กันไม่ต้องมาซุกซีนะแต่ที่ Flugbegleiterin die scheinen alle Brillen aufzuhaben auch สวัสดีครับso ach dann 50 da bin ich ja wieder ganz hinten da sehr gut die letzten werden die ersten sein Sawadikap Sawadikap Hasipet H geschafft. So, bin ich da auf dem H-Platz? Ich bin am H-Platz. Ja, wahrscheinlich. Sieht fast so aus, dass hier immer so ein Platz zwischen mir und der Hübschen jetzt neben mir sein muss. Nehme ich einmal an. Also, wir sehen uns in Chiang Mai. Ja, scheinbar jetzt steigt man hier nach den Nummern aus. Also jetzt habe ich eben Nummer H. Also ich am Aussteigen, zuerst die anderen am Aussteigen, die C, dann H, danach wahrscheinlich die A und dann die K. Oh, interessante Entwicklung, was so alles aufgrund von Corona passiert. สวัสดีครับจะมีเอกสารในเมืองค่ะ Also in Chiang Mai hier soweit ohne Probleme gelandet war es aus dem bin mal neugierig ob da irgendwas passiert wenn man da das zum Ausfüllen muss man da jetzt irgendwas ausfüllen ich nehme an so Quarantäne oder sonst irgendwasWird es da jetzt nicht geben, dass es da irgendwelche Probleme gibt, hoffe ich zumindest. Und ich hoffe, ich finde mein Motorbike auch wieder. Hatte ich das letztens gefilmt, wo ich das abgestellt habe? Wäre cool, dann könnte ich da nachgucken, wo ich das stehen habe. Vielleicht. Das ist immer, wenn du wieder zurückkommst nach einem Monat, hast du keinen Plan mehr, wo du es abgestellt hast. Zuerst denkst du, weißt du eh, aber danach weißt du es nicht mehr. Und ist ja jetzt auch für anderthalb Monate schon eigentlich, ja.Irgendwie ist auch hier, wenn du so rausguckst, einfach irgendwie so nichts los am Flughafen, ne? Also logischerweise, weil ja die meisten Flüge halt bis auf ganz wenige gecancelt sind. Das merkt schon, dass das komisch ist. Austria. Application?What application? I just come from Bangkok. I'm not from Austria now. แบบฟอร์มหนึ่งร้อยอันนี้ขอมาจากไหนมีใบนี้มาไหมคะดีครับขอบคุณเรียบร้อยไหมอ๋อตอนนี้เขาเป็นผู้หาของเรานะคะขอบคุณครับอันนี้จะต้องมีใช่ให้เขาถือให้กระดูกให้เจ้าที่ขอบคุณครับเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยOkay.
Okay, das ist ja echt schon. This moment you have made a favorite. อะไรนะครับอ๋อไปผ่านตมมาเรียนครับผมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับผมตมมาเรียนเรียบร้อยครับครับผมต้นทางมาจากภูเก็ตนะคะแล้วก็จะมาขาเดี๋ยวก็เชื่อมาเชื่อมาเนาะเซลล์เฮลท์ก่อนโควิดเจอสิ erstes wieder Toiletten irgendwoJunge, Junge, noch alles irgendwie einmal gut gegangen, ne? Da ist ja alles, was da ausfüllen muss wieder, hier und dort und da. Also hier, ja, ist noch sehr ernst, das habe ich sonst so nicht erlebt, aber Gott sei Dank ja keine Quarantäne oder sonst irgendetwas, aber ist schon auch krass, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gesehen hat, so die Polizei und... Das sah schon irgendwie ein bisschen fast beängstigend aus, muss man sagen. So, jetzt geht's auf die Toilette. Wow, es ist halt echt alles anders, als man sich das, oder zumindest bei mir, als ich mir das halt so vorstelle. Kommst hier raus auch und normal war ja der Flughafen immer voll mit den Autos, vollgeparkt alles. Und ja, logisch, weil da nichts ist, kein Betrieb ist, ist ja alles im Prinzip halb leer. Wahrscheinlich finde ich auch mein Motorbike heute leicht, wenn es noch da ist, heißt. Denn, wer weiß, obwohl klauen wird es ja keiner wahrscheinlich, aber ich habe ja keine Ahnung, wie das eigentlich hier normalerweise abläuft. Und was ich überlegt habe oder was ich vergessen habe oder nicht bedacht habe, bin mir nicht sicher, ob es einen Bus gibt, weil vielleicht haben die Busse gecancelt, dadurch, dass ja so gut wie nichts los ist hier am Flughafen. Also los war eh was, wo wir da angekommen sind jetzt an mit der Immigration und so weiter, das war schon irgendwie, das war irgendwie etwas komisch, ja, das war nicht etwas komisch, das war sehr komisch. Und ich hoffe, hier ist auch keine Maskenpflicht irgendwie. Also ganz ehrlich, mit der Maske, das Atmen über die Zeit, das geht da, da gewöhnt man sich auch nicht dran, ne? Da hatte ich ja letztes Jahr auch, wo hier die Luftverschmutzung so extrem war. Also die Luft ist eigentlich geil, ne? Wenig los wahrscheinlich, da fahren die ganzen Songtails nicht, diese Dieselfahrzeuge, ist direkt die Luft. Okay, ich sage, es liegt nicht am Verbrennen vom Holz, es ist der Diesel von diesen Ölöfen, die hier rumfahren. Ja, letztes Jahr, als die Pollution so extrem war, da habe ich ja Maske gebraucht, weil mir das Atmen schwer gefallen ist, mit Maske leichter. Aber mit der Maske zu schlafen, das war für mich ganz, konnte ich nicht. Das, weil du atmest so komisch irgendwie durch die Maske, keine Ahnung. Vielleicht bin ich aber auch vorerkrankt, ne, mit der Lunge, man weiß es ja nicht. Okay, der Motorparkplatz ich sehe, relativ voll. Ich meine, es sind ja auch gar nicht so wenig Autos jetzt an hier, für das, dass ja nichts los ist. Aber sonst ist halt alles rappelvoll und normalerweise hast du hier, auch wo du eine Spur hast, hast du ja normalerweise immer noch eine Spur, wo die Autos stehen, dann ohne Handbremse, dann werden immer so hin und her geschoben, damit die wieder weg können. Das ist eine ganz komische Sache hier, ganz eine eigene Sache hier in Thailand. Also, jetzt bin ich hier am Motorbike-Parkplatz und jetzt werden wir mal sehen, ob ich da mein Bike wieder finde. Da bin ich jetzt wirklich neugierig. Ja, ich glaube, so Bus habe ich bis jetzt noch keinen reinfahren gesehen, bin ich neugierig. Bin mir nicht sicher, ob ich 250 Baht abdrücke für oder ob ich da lieber zu Fuß gehe. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mal gucken. Weil, falls ich mein Motorrad finde, bin ich mir ziemlich sicher, dass bei mir aber hier. Okay, das sieht aus. Aber die haben auch keine Nummertafel drauf. Das ist wahrscheinlich konfisziert, schätze ich mal. Ich habe diesen, aber da ist auch die Kette rum, aber die Kette sieht eher so aus, als ob die rum ist, dass der Besitzer selber schaut, dass das nicht wegkommt. Ich muss nur gucken, wo ist der Sattel für die Schwulen, ne? Habe ich das überhaupt jemals erzählt?
Ich habe so einen Sattel, der ist ja in den Farben von diesen, von den, ja, keine Ahnung, von den gleichgeschlechtlichen Schwulen oder, und lässt mal, ich sehe es schon. Da war ich damals ja eh, wo ich der Lehrer gemacht habe hier in oder die Lehrerausbildung gemacht habe für den Englischlehrer hier irgendwann. Da gehen wir am Abend aus und dann sagt irgendwie, glaube ich, die Sarah sagt so einmal, aber irgendwie, du bist doch nicht schwul oder bist du jetzt doch schwul und so. Ich dachte mal, was stellt man die für Frage? Und das liegt daran, dass so dieser Sattel irgendwie eigentlich so die Farben der Homosexuellen sind und ja, hatte ich damals halt nicht gecheckt. So, also ich habe mein Bike gefunden, jetzt dann geht es zum Starten vom Bike. Mal gucken, ob es anspricht, springt und auf alle Fälle, ich gehe mal davon aus, halt vorne wäre zumindest Luft drin irgendwie. Ja, auch hinten, Alter, es sieht aus, als ob hier Luft drin ist. Wenn ich Glück habe, es ist tatsächlich Luft drin. Ich glaube, wenn ich das anstarten kann, fahre ich mit dem hier los, sage ich dir. Auch vorne ist Luft drin. Unglaublich. Ich pack's nicht. Wenn es jetzt beim ersten Riss noch anspringt, jetzt schalte ich es nicht aus, die Kamera, weil wenn es jetzt beim ersten Riss anspringt, dann glaube ich es aber. Ah, okay. Jetzt ist der Gang drin. Hier mein Wagen. War hier so ein altes Sprichwort immer von mir, von meiner Frau. Joker. Na okay, ich schalte es aus, weil wahrscheinlich starte ich jetzt eine halbe Stunde. Die halbe Stunde. Das war keine halbe Stunde, ein paar Mal eigentlich. Man sieht, ich schwitze noch immer nicht. Also wenn ich da jetzt lang gehe, gestartet hätte, würde ich schwitzen. Würde ich mehr schwitzen. Wie geil ist das denn? So, fahre ich mir das auf. Niemals vergessen, immer. Hier ist Chiang Mai. Keine Fahrt ohne Helm. Und jetzt geht's ab in die Unterkunft. Wie geil! Guck dir das an. Bisschen wenig Luft, aber da machen wir jetzt Luft rein und dann war's das. Also. Das ist ja richtig cool, ha? Müssen wir mal da den Helm zugemacht. Ah, ich glaube, da bin ich falsch. Da hinten raus, ne? So ist es. Manchmal denkt man sich, man hat Pech, aber manchmal hat man auch schon wahnsinniges Glück, muss man ja sagen jetzt. Also ich für mich zumindest fühle das jetzt sehr glücklich. Kein Bus, nicht nochmal herlaufen. Aber diesmal die Luft nicht heraus. Nicht super, ha? Auf der nächsten BP-Tankstelle, es ist eben, man sieht hier, der Tank ist sehr, sehr leer. Sehr, sehr leer. Das heißt, auf der nächsten Tankstelle, die haben auch da drüben zum Luft reinpumpen, da pumpe ich die Luft rein und dann sehen wir uns im Hotel wieder. Jo, jetzt bin ich hier, ja eigentlich eingefleischt, könnte man fast sagen, hier in Chiang Mai. So, ich bin zurückgekommen, Luft aufgepumpt, Benzin nachgefüllt beim Motorrad, war wirklich Glück und der heutige Tag ist an und für sich wirklich sehr, sehr gut verlaufen. Fällt man direkt auf, so dass einmal so quasi gar nichts irgendwie fast daneben gegangen ist. Das ist ja außergewöhnlich, ne? Dass du so denkst, oh,
klappt alles fast wie am Schnürchen. Und jetzt, ich bin hier am Weg, da der alte Eingang, ich weiß nicht warum, Covid, ne, haben die wahrscheinlich den Eingang zugemacht, damit die Viren drüben nicht reinkommen. Bin hier so beim Park hier, auf dem Weg zum Park. Hier ist auch zu, die Tür. Wie kommen denn die Typen hier rein? Hey! Yeah. My friend from Argentina, right? Yeah, remember. Yeah. For your website, for your YouTube channel. Yeah, for my YouTube channel. Ah, the Mark. Yeah. He's like, we were doing yoga a lot. Yeah. Laughter yoga especially, that was the first time we met. And some other yoga classes here. Where is the door to go inside? Ah, yeah. Okay. There, and they will scan a mask. You have mask? No. They will. Then you, I can give and you they will reject you without the mask. Yeah. Then inside you can put, take Buddha. I'll give you have a new one. Oh, thank you. Lucky thank you, man. That's nice. Ich kriege eine Maske, super. And if I'm famous. Yeah, that's very nice. Famous. How are you doing? Yeah, fine. You? Great. Yeah, I just came back today. Ah, really? You yeah. Were, where? In, I came saw from. Your video, but I know. I was very in the outskirts. I was in. Sisaket. Ah, okay. You change and, your look. Yeah, you and then younger. I. Yeah, and then I came to Bangkok. Was 3 days in Bangkok, and now I came here. Yeah, back home, you plan to stay here? No, actually not. I don't know where I should stay, actually. I actually planning going back to Bangkok again. Oh, but here is... But the air is quite good here now. It's amazing. Yeah, every day here at the park, back to normal, kind of. Yeah. Some places open, some restaurants, coffee shop. Yeah, so I don't know. I'm the first day here, so I will look. But it's a curfew in the night, right? Ah, yeah. Night. Is here the mask, you have to wear the mask on the street or not? Yeah. No, not on the street, okay. Like this, just let's here, just, okay. Control and then you take it and make them right. You will see people with no masks. Yeah, yeah, that's why I was wondering, because most of them have seen no mask. Yeah, that's why. Well, so cool. So. Have a nice day. Have a nice day. Thank you. Thank you. You nice too. To meet you. Nice to meet you. So, I forgot your name, my God. Juan. So, my friend Juan from Argentina. Ja, mit denen habe ich ja viel Yoga gemacht früher. Jetzt muss hier die Maske auf. So kommt man auch raus wieder, oder? Ja, ein guter Tag. Wenn man Leute sieht, die man mag. Ist ein guter Typ auch. Und ja, jetzt sagen gehen wir da rein, ein bisschen Lärm machen wieder. Weil es ist noch immer das schöne Bambusgerüst hier. Schau, wie toll. Aha. Da muss man sich hier eintragen. Von Kienla. Le Kuntang Chat Mai Tong. Kienchula. Aufschauen, wer man ist, ne? Vorschrift ist Vorschrift. Jo. Jetzt ist wirklich gut die Frage, wo wir stehen geblieben sind. Ich nehme mal an, ich werde einiges da, wo der Juan jetzt ein bisschen erzählt hat, das rausschneiden, aber wo bin ich jetzt tatsächlich stehen geblieben? Ah ja, das hier, das alles wie am Schnürchen gelaufen ist. Ich bin wieder in der gleichen Unterkunft, wie ich damals war. Und ja, genau da sind wir wieder. Siehst du, da fehlen mir irgendwie so ein bisschen die Worte jetzt. Und das fällt mir tatsächlich auf. Speziell, wo ich in die Unterkunft gekommen bin. Auch heute am Nachmittag, wo ich da hingekommen bin, ich war irgendwie, im Englischen sagt man drainagiert. Ich glaube, im Deutschen sagst du nicht so, keine Ahnung, wie man im Deutschen ausgelaugt halt. Im Grunde war ich da ausgelaugt. Da kann man jetzt wieder Gott sei Dank die Maske wegmachen. Da war ich ausgelaugt. Und ja, konnte gar kein Video machen. Obwohl jetzt ansonsten so alles gut gelaufen ist. Hier, Monument hinter mir. Springbrunnen. Wo ist er? Der Springbrunnen. Ah, okay, da. Ausgelaugt, ja.
Und das hat mich eigentlich ganz an und für sich verwundert, erschreckt, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen sollte, dass ich doch in so einem extremen emotionalen Zustand bin. Ich hätte nicht gedacht, dass das doch ein paar Tage, wie ich das sagen soll. Es ist ein sehr, sehr komisches, momentan fühle ich sehr komisch, sagen wir es einmal so. Ich fühle sehr komisch. Und es ist noch nicht mal, dass ich mich frage, ob die Entscheidung so richtig war. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären sollte. Ja, vielleicht ist wirklich, dass ich überhaupt wirklich in das Gefühl, vielleicht gehe ich jetzt am besten nach Hause und gehe einfach nur richtig einmal in das Gefühl hinein, was mir das Gefühl überhaupt sagen möchte. Weil es ist ja irgendwie die Erinnerungen, also ich bin im gleichen Zimmer wieder, wie wir damals waren, mit der Mi, und ja, du kommst eigentlich hin und die fragt da und oder wo ist denn deine Dame da und so weiter und so fort, und dann ja irgendwie berührt, es ist nicht, dass es, ich weiß es gar nicht, es ist noch nicht mal so, dass ich jetzt sagen würde, es berührt mich die Vergangenheit. Es ist ganz, ganz komisch. Es wird ein paar, die meisten werden es nicht verstehen, ich weiß. Aber es wird ein paar geben, vielleicht, die verstehen, was ich so, oder ansatzweise, oder in etwa verstehen, was ich ungefähr vielleicht meine. Es ist schwer zu sagen. Ansonsten ist Chiang Mai, gibt mir an und für sich wirklich ein gutes Feeling. Ein viel besseres, weil ich mir ja nichts erwartet habe. So vom Bangkok war ich ja eigentlich ein bisschen mehr begeistert, so dahin zu kommen. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, da ist eigentlich so gar nichts, dadurch, dass alles zu ist, ist das irgendwie so komisch. Und ja, auch heute, was ich gesagt habe, wo ich im Flieger saß und so weiter, weil so nichts los ist, auch hier jetzt der Park, hier ist richtig fett was los. Also so viel los wie jetzt an, ist seit über einem Jahr nicht mehr gewesen. Da würde ich was drauf wetten. Aber das hat bestimmt auch mit dem Corona zu tun, weil hier sind, ich habe auch beim Vorbeigehen gehört, da die Deutschen drüben an den komischen Hanteln zu trainieren, weil die Fitnessstudios alle zu haben, also müssen die irgendwo hin zum Pumpen gehen und dann kommen die sogar hierher. Und ansonsten so bin ich, wo ich aber hierher gegangen bin, es sind die Straßen so ruhig, komplett ruhig hier. Das ist so das Komische, was ich gesagt habe, man kommt sich sehr komisch, wie so ein bisschen betäubt vor. Und ich glaube, das ist ja vielleicht diese Sache. Vielleicht fühle ich deswegen so emotional, weil es generell diese Stimmung so etwas so betäubt ist. Oder kommt mir alles so betäubt vor aufgrund von meiner Stimmung überhaupt? Das ist ja auch so eine Frage, weil wenn ich jetzt eigentlich hier bin und mich selber so frage, dann denke ich mal, es kommt mir auch hier so gefühlsmäßig komisch vor. Also, ja. Komisch zu sagen. Also, aber Chiang Mai an und für sich sonst gefällt mir irrsinnig gut, hat einen irrsinnig guten Ruf, trotz meinem komischen, betäubten oder Taubheitsgefühl. Ja, Taubheitsgefühl, nicht im Körper, sondern so in der Emotion, irgendwie sehr, sehr, sehr komisch zu beschreiben. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das beschreiben soll. Und ansonsten, ja, aber hier wahrscheinlich auch, wenn der hierher kommt, ist halt irgendwie cool, so das Leben. Leute spielen Federball, joggen, reißen die Tätschen drüben an den Gewichten herum, sitzen auf den Bänken, tratschen ein bisschen, gehen mit den Kindern hierher. Ja, wahrscheinlich, das ist auch, das gibt, ja, ist logisch ein mega cooler Vibe, weil das klingt komisch, aber das habe ich ja echt jetzt dann lange nicht mehr so gesehen irgendwie. Das wirkt ja hier richtig, richtig gehend frei, muss man auch so sagen. Cool, dass es das gibt, das so. Schön. Ich glaube, da werde ich mich morgens ja drüber freuen auch. Denn ich glaube, heute jetzt, dann gehe ich wieder zurück. Ich drehe mal hier eine Runde und dann war es das mit der Runde. Und dann gehe ich wieder zurück. Und mach irgendwas ohne Stress. Ja.
Ich weiß schon, dass immer nachdem, dass man irgendwas, eine Beziehung beendet hat, natürlich eine Leere ist. Eine gewisse, aber es war halt schon. Ja, man merkt es halt beim Schlafen, beim Aufstehen. Und ja, komisch, aber es ist meine Sache. Also es geht ja um Schirgmeier jetzt eigentlich. Ich bin hier in Schirgmeier, ist super. Also guck dir das einmal an. Ich drehe mich einmal so ein bisschen um. Ich meine, okay, es ist jetzt nicht überfüllt von den Menschen, aber du siehst halt hier hinten überall, es laufen überall Menschen rum, die sitzen hier, spielen irgendwie, machen hier ein bisschen, keine Ahnung, was macht die hier, Schattenboxen oder Yoga, was auch immer, aber keine, wenig Pharynx jetzt hier eigentlich so. Sonst ist da immer so ein bisschen mehr Pharynx. Jo. Also ich gehe wieder zurück. Das war's jetzt, das Video. Meine Fahrt hier nach Chiang Mai. Wenn es gut geht, bin ich alleine. Yes. I speak German actually. Oh, I'm from Germany. No, I'm from Austria. Austria. Austria-Hungary, yes. Not Hungary, but Austria. And you? I'm from south of Thailand. Ah, from Thailand. Ah. South of Thailand, half Malaysia. Ah, okay, half home. Ja. Cooler Typ. Ciao. Ciao. Tschüss, ciao. Ciao. Sein Name ist Ciao. Von Südthailand. No, ciao, like Italiano, ciao. Ah, ciao, like Italian. Allora, ciao. Ah. Italiano, fratello. Ah. Porco Dio. Che cazzo? Io lo chiaglo? Muy bien, ok. Ciao. Ah, jetzt ist da wieder. Ich dachte, jetzt gehe ich da raus. Okay. Da habe ich mich doch verquatscht ein bisschen, aber ich habe. Ja, und oder ist auch so cool, oder? Das meine ich auch. Das ist auch etwas, was halt hier in Thailand so ist. Du merkst, der ist hier freundlich. Der lacht dich an. Du hast hier relativ schnell, sagen wir mal, so einen Smalltalk. Dass du ja sonst in Deutschland oder so wahrscheinlich nicht hast. Da schauen dich alle eher an wie so ein, in Österreich sagt man, wie so ein Mule, ne? Und denken sich, wieso labert der mich jetzt dann an? Was will der von mir und so weiter? Und das ist halt hier das, ja, noch immer das Schöne und auch hier in Nordthailand halt auch, glaube ich halt, wo es relativ freundlich ist, ähnlich wie im Isan, aber halt doch ein Stück weit anders. Also, es freut mich, dass du mit dabei warst. Ich sag, gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefällt, und wir sehen uns wieder. Mal schauen, wie es weitergeht. Servus, einstweilen. Ja.